jetzt 8 Jahre her, dass sich die Welt plötzlich gegen uns gewandt hat. Die wenigen, die überlebt haben, mussten neue Wege finden, sich anpassen. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Nicht einmal die Luft. Oder das Meer. Wir haben dafür gesorgt. Unser Egoismus, unser Glauben in die Unfehlbarkeit. Selbst diejenigen, die wir liebten, haben wir im Stich gelassen, als die Betten in den Krankenhäusern und Nahrungsmittel in den Städten knapp wurden. Nur um unsere eigene Haut zu retten. Seitdem bin ich unterwegs auf der Suche nach einem Grund zu hoffen. Doch alle Signale sind inzwischen verschwunden. Unser Planet hat seine natürliche Stille zurückerobert. Die Erinnerungen an diese Zeit kommen mir wie Fragmente aus einer anderen Welt vor. Nicht zu der jetzigen dazugehörig. Ich weiß nicht, wie lange ich noch ausharren kann. Ich konsumiere die letzten Ressourcen einer ausgestorbenen Generation. Es gibt keinen Grund mehr, für das Ausweglose zu kämpfen. Die Menschheit hat ihre Chancen verspielt. Ich möchte nur noch einschlafen. Und meine Angst hinter mir lassen. Es scheint einigen angeboren, Hoffnung zu bewahren, selbst wenn es keine mehr zu geben scheint. Ein Licht, welches uns in der Dunkelheit am Leben hält. Und mehr noch, ein Gedanke, der uns wieder in Einklang bringen könnte mit allem, was wir so lange ignoriert und verändert und gestört haben. Vielleicht verdienen selbst die Unvollkommenen manchmal eine zweite Chance.